Hallo und herzlich willkommen hier beim Hans-Ernie-Museum zu Luzern. Mein Name ist Dominik Reichner. Ich arbeite bei der Firma Küttelbeleuchtungen in Krien. Ich bin Lichtplaner dort seit gut 6 Jahren. Und wir haben etwa vor 3 Vierteljahren eine Anfrage bekommen vom Hans-Ernie-Museum bzw. vom Verkehrshaus, ob wir nicht ein neues Beleuchtungskonzept machen für die ganze Museumsausstellung. Für mich war es natürlich eine grosse Ehre, so etwas zu machen für so einen bedeutenden Schweizer Künstler, so eine komplette Museumsbeleuchtung. Kommt doch aber am besten mit, ich zeige euch mal, was wir gemacht haben. In meinem ersten Schritt haben wir dann nachher mit dem Kurator vom Hans-Ernie-Museum Kontakt aufgenommen und die ersten Details besprochen. Wichtig bei so einem Objekt sind sicher mal die Lichtqualität, dann die ganzen konservatorischen Aspekte und nachher natürlich auch noch die Steuerung. In einem zweiten Schritt haben wir das Beleuchtungskonzept ausgearbeitet. Für uns war es wichtig, dass wir eine möglichst gleichmäßige Beleuchtung haben von der kompletten Wand. Der Hans Erni hat sehr grosse Bilder, so wie man hier noch ein Beispiel sieht. Wir haben mit speziellen Strahlern sehr gleichmäßige Beleuchtung können erreichen. Wie vorhin schon erwähnt, ist Beleuchtungssteuerung besonders wichtig bei der Museumsbeleuchtung. Wir können hier jede einzelne Leuchte ansteuern und so eigentlich die Intensität auf dem Objekt bestimmen. So, jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick in die ganze Museumsbeleuchtung. Kommt doch selber vorbei und schaut es euch an. Und wenn ihr schon mal da seid, schaut doch auch ein bisschen neuer auf die Beleuchtung, was wir hier so gemacht haben. Bis bald einmal!